fürs Museum der Baukultur ist das mal wieder ein ganz toller Glücksfall, nämlich ein Ausstellungsthema an einen Ort zu bringen, wo man auch die Architektur, in dem Fall sind es zwei Architekten, Arne Jacobsen und Otto Weitling, auch wirklich eins zu eins erleben kann. Und das ist das ganz große Forum in der Mitte von Castrop-Rauxel. Ich gehe sehr gerne jeden Morgen zur Arbeit hier ins Rathaus. Nicht jeder Stadtbaurat oder Stadtbaurätin hat einen solchen Arbeitsplatz mit einer solchen Geschichte und Wichtigkeit. Die Idee, die damals dahinter stand, war ja, einen neuen Stadtmittelpunkt zu schaffen für die beiden Städte Castrop und Rauxel, die zwar viele Jahre zuvor schon zusammengeführt wurden, aber eben nie so ein gemeinsames Zentrum hatten. Am Rathaussaal kann man auch erkennen, wie wichtig es den beiden war, dass der Bürger den Repräsentanten sozusagen drauf guckt, dass es ganz klar ist, von wem die Macht ausgeht. Der Umgang mit solchen Gebäuden ist fundamental wichtig, sowohl in der direkten Nutzung als auch in der Neudefinition, weil viele dieser Gebäude neu definiert werden müssen. Es macht Sinn, darüber zu sprechen, wie sich Flächenverhältnisse oder Nutzungsverhältnisse ändern und vielleicht dahin führen, dass das Rathaus ganz neue Funktionen mit aufnimmt. Für Start-ups, für Büros, für Angebote, für die Bevölkerung oder auch für Veranstaltungen, die rund um dieses Gebäude mit stattfinden. Arne Jacobsen zum Beispiel ist ein Architekt, der wirklich nicht nur das große Ganze geplant hat, sondern alles bis ins kleinste Detail, einschließlich die Uhr im Ratssaal, die dort hängt, die Farbigkeit an den Türen, die Türklinken. Deswegen heißt die Ausstellung auch Gesamtkunstwerke. Also die Stühle zum Beispiel und Sofas, die hat jeder schon mal gesehen. Also gerade die Serie 7 steht ja fast in ihrer zweiten Kantine, sage ich mal. Aber man weiß nicht unbedingt, dass es Arne Jacobsen ist. Die Ausstellung hat für mich schon eine große Bedeutung. Das fängt ja damit an, ich glaube, ganz viele wissen nicht, was für ein großes Erbe die Stadt Castrop-Rauxel, Architekturerbe hier hat, was das für eine Bedeutung auch im Kontext hat, überregional und vielleicht auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Wissen nicht, was für eine Idee dahinter steckt, was der Architekt, was die Architekten sich gedacht haben. Und von daher kommt diese Ausstellung auch gerade in unserem laufenden Stadtentwicklungsprozess hier jetzt genau richtig. Wichtig ist aber auch, dass man die Besucher entlässt mit der Frage, was hat das mit uns zu tun heute? Was fangen wir mit der Architektur an, die vor 50 Jahren als moderne entstanden ist und die jetzt nicht mehr ganz so modern vielleicht wirkt. Also ein Aufruf zur kritischen Auseinandersetzung auf Basis der Informationen, die man in der Ausstellung gesehen hat. Die skandinavische Architektur und auch das Design war in 60er und 70er Jahre wirklich etwas absolut Modernes und Besonderes. Und es gibt einen Architekturkritiker, der hat kurz nach der Eröffnung geschrieben, das ist das Modernste, was man im Ruhrgebiet im Moment sich anschauen kann. Die Architekten sind hier quasi hingepilgert, um sich das Objekt anzuschauen.